Ich heiße Susanne Naas. Ich komme aus Asbach, aus dem schönen Westerwald. Ich habe 3 Kinder und war beruflich auch schon viel unterwegs. Und durch meinen letzten Ausstieg aus meinem letzten Beruf habe ich mich nochmal komplett umorientiert und finde mich jetzt hier bei EPR wieder. Im Prinzip habe ich mich im Internet informieren wollen für mein Kind. Das hat eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich wollte mir einfach irgendwie ein aktuelles Buch oder sonstiges, also was ich so als Hilfe gebrauchen kann, halt eben auch recherchieren. Und im Internet stoße ich da einfach auf IPE Kindercoach, weil ich Lese-Rechtschreibschwäche eingegeben habe. Ja, und dann bin ich da drauf und das hat mich dann sehr fasziniert. Es hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich bin da drauf und immer wieder auch da drauf und habe sehr viele Sachen, die Daniel anbietet, auch für mich selber schon erkannt und auch kennenlernen dürfen. Und habe dann immer wieder gesagt, na so, jetzt stehst du hier in diesem Wendepunkt. Ne? Und das hat mich, ja, ich kann meinen Kindern so vieles damit geben. Und dann, warum nur meine Kinder? Es gibt genügend andere Kinder. Und dann bin ich im Umfeld so umgegangen, so, wo sind noch Kinder, wo ich denke, das möchtest du denen auch weitergeben? Und dann wird der Kreis immer größer. Ja, und schwurbeldiwupp habe ich mich angemeldet. Cool. Ja, was Besseres gibt's gar nicht. Ich habe schon öfters mal so Seminare mitgemacht und auch als mein Friseur muss man ja auch dann halt eben schon mal so teilnehmen und so. Aber das hier, das hat so viel Energie, so viel Kraft. Die Leute sind so glücklich, dass sie sowas an die Hand bekommen. Und ja, also euphorisch, schon richtig so viel dynamisch, also einfach toll. Daniel macht es aber auch toll. Authentisch, also ja, genial. Der ist immer so voller Elan, sehr frisch und alles, was er so sagt und raus, posaunt, das kommt an. Das bleibt bei uns haften oder zumindest bei mir. Ja, super, super. Das ist ein Muss. Das ist ja, das ist einfach ein Muss. Da kann man nicht viel. Denn wenn ich sowas doch habe und einem Kind so ein ich sag mal, Handwerkzeug an die Hand geben kann, da kann ich nicht nur meinen Kindern kann ich das anbieten. Das wäre fatal. Das muss raus. Das muss jetzt wirklich an aller Leute Hände. Also warum auch nur ich? Der Lehrer ist ja auch dran. Oder warum nicht auch im Kindergarten? Eigentlich im Kindergarten direkt damit anfangen, damit schon in der Schule da vieles ja mit aufgehoben wird. Ja, weil der Stressfaktor, der Druck, die Leistungen, die Anforderungen an uns und auch an die Kinder, die werden ja immer höher. Und irgendwo muss ein Kind ja wieder auch zu sich selber finden und auch gucken, wo sind meine Potenziale, meine Talente, was kann ich? Und der ganze Fokus ist immer nur auf, das kannst du nicht und da werden wir dir Nachhilfeunterricht geben und das kannst du nicht und da werden wir dir, geht auch viel Geld weg. Für das, was du nicht kannst, dich hochzuholen. Und hier schauen wir auch viel auf das, was können die Kinder? Und wo wollen die da, ne, auch hin? Und die können so viel, wenn sie nicht so blockiert werden.